Moin Moin und damit recht herzlich willkommen hier an meinem Hof auf Elm Creek. Und heute möchten wir mal schauen, was das Mulchen so bringt. Ich weiß die Info, ich werde sie euch gleich sagen. Wir sind jetzt inzwischen schon im Oktober. Und sagen, ja, ich mag den Herbst sehr, aber irgendwie ist doch schon ein bisschen zu orange hier. Also die Natur generell ist sehr schön. Hier oben finde ich zu viel Orange. Wenn ich hier hinter schaue, da ist so ein bisschen Grün dazwischen. Das finde ich viel ausgeglichener. So. Bevor wir aber loslegen hier mit groß der Fragestellung, was bringt uns das Kuppern, das Mulchen, werde ich hier noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Und ich wollte mir hier jetzt ein kleines Etwas bauen. Und zwar ein Generator, ein Windrad. Oder? 33. Einfach das Doppelte. Beziehungsweise ist gar kein Windrad, ist eine kleine Solaranlage. Eine sehr, sehr kleine Solaranlage. Und ich würde diese hier irgendwie so. Und die bringt uns halt pro Stunde 16 Euro. Heißt, am Tag sind wir bei knapp unter 400 Euro. Was dann natürlich auf den Monat gerechnet schon mal 12.000 sind. Klar hat jetzt ein bisschen was gekostet, aber es ist gerade so, ich habe jetzt den letzten Monat, glaube ich, 10.000? Ne, nicht 10.000. 1.600 war es. 1.600 an Kreditzinsen gezahlt. Und die holt da halt wieder einen großen Teil davon raus. Klar habe ich jetzt wieder ein bisschen was aufgenommen, dafür muss ich noch mehr zahlen. Aber eben direkt mal wieder ein bisschen was zurück, was man nicht brauchen gerade so. Gut. Den Anhänger lassen wir hier stehen. Jetzt gehen wir mal schnell und hängen den Mulchbalken an. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich habe hier einen mit so Ketten, die da rumgeschleudert werden an der Walze. Und das Ganze dann zerschlagen, was da so rumliegt. Weiß nicht, man müsste es ja auch sehen. Kriegt man das hin? Okay, es sind hier gar keine Ketten, das sind so, ihr seht es da unten drin. Ja. So breite Klingen halt, die an der Schraube hängen, und zwar hängen die locker da dran, und durch die Drehung der Walze da gleich, wird dann hier alles zerschlagen. So. Schalten. Senken. Und dann mulchen wir das Ganze hier. So. Warum Mulchen? Was bringt das? Mulchen bringt den Vorteil, dass wir hier schon mal ein bisschen düngen. Man kann düngen auf verschiedene Arten und Weisen. Ich werde es nach und nach alles noch vorstellen. Aber jetzt hier Mulchen bringt schon mal 5% an Dünger. So. Wir können gleich auch mal hier rüberfahren. Hier war ja Hafer drin. Auch hier können wir mulchen. Und damit direkt mal ein bisschen was düngen. Das Gras hier kann man auch wegmulchen. Wenn jetzt irgendwo mal noch ein bisschen was stehen geblieben ist.
Allerdings muss ich sagen, dass es jetzt hier so gesehen nicht wirklich was bringt. Es gibt für die Wiesen extra Mulcher. Zum Striegel ist es, glaube ich. Nee. Wo war der wieder? Einen Moment, ich hab's gleich. Nee. Der hier. Dann müsste das eigentlich mit dem, wo ich jetzt habe, auch gehen, weil da steht gar nichts anderes dran. Also ich habe es schon gemacht. Privat. Mit dem blauen, wo ich gerade gezeigt habe. Und ja, da ändert sich die Textur, die wird dunkler. Da kriegt man quasi dann, ja, 5% aufs Grünland drauf. Warum das hier jetzt nicht so funktioniert, weiß ich nicht. Werden jetzt auf alle Fälle den Acker erstmal mulchen. Hier ist ja eh besonders gut, aber es bringt halt, egal wo, es bringt immer 5% und nicht mehr. Und dann hat man quasi schon die ersten 5%, die einem dann einen höheren Ertrag einbringen. Also nicht nur eine optische Geschichte, ist auch direkt von Nutzen. So mutsch mir das jetzt einfach alles noch. Und in einer der nächsten Videos geht es dann weiter, wie man an die weiteren Düngestufen gibt. Das ist sehr, sehr krass aufgeteilt jetzt tatsächlich. Am meisten bringt aber immer noch das klassische Düngen. Und man hat auch sowieso, solange man keine Rüben, Kartoffeln, Mais oder Zuckerrohr anbaut, ganz automatisch von Jahr zu Jahr 15% Grunddüngung vorhanden. Also es sind einfach 15%, die nur von den 4 Grad eben genannten Pflanzen weggenommen werden. Alles andere, alle anderen Pflanzenarten, die nutzen einfach diese 15% nicht. So hat es Giants einfach umgesetzt. Man sieht schon, wenn man das irgendwie mit Cattle and Crops oder so vergleicht, ja, es ist sehr, sehr einfach gehalten. Aber, ja, sie haben sich durchaus gemacht und weiterentwickelt. Muss man schon sagen, definitiv. Und die Frage ist natürlich auch, das was Cattle and Crops gemacht hat, ist es programmiertechnisch wirklich so gut umgesetzt? Weil du halt durch das extrem genaue, ja,
alles veränderst die ganze Zeit. Und dann quasi gar nicht mehr dahin kommst, dass du ein Feld hast, was irgendwie einigermaßen ausgeglichen gedüngt ist. Das ist da extrem schwierig. Aber gut. Darum soll es jetzt heute nicht gehen. Wir müssen das jetzt hier erstmal schön mulchen. So. Gleich sind wir fertig mit Feld Nummer 1. Und ja, habe ich noch gar nichts dazu gesagt, aber wir sind schon im Oktober tatsächlich, ja. Und Mais, Sonnenblumen, ist alles noch nicht reif. Da müssen wir tatsächlich noch warten. Vielleicht Mitte Oktober irgendwann dann, müssen wir mal beobachten. Allerdings dachte ich, ich mache jetzt das hier. Denn ich möchte Weizen anbauen. Und Weizen sollte ich, ja, diesen Monat noch säen. So, fahren wir darüber, machen wir das Feld auch noch direkt. Da kann man jetzt ein bisschen besser geradeaus fahren, kann man das Unkraut auch nochmal wegmachen. Weiß gar nicht, wie das ausschaut. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Das interessiert mich jetzt doch. Fahren wir kurz bis zum Ende hier. Und zwar gibt es doch hier die Ansicht. Bodenbeschaffenheit. Teilweise Unkraut, ansonsten sagt, da muss gepflügt werden. Ja, die Kartoffeln müssen wir auf alle Fälle pflügen. Aber warum ich jetzt pflügen soll, weiß ich nicht. Man kann auch eine Anzeige wachsen, weil irgendwie ist die ganze Karte rot. Ja, also bei den Kartoffeln natürlich nicht. Die müssen wir pflügen. Und zwar, warum muss man Kartoffeln pflügen? Wie gesagt, die nutzen viel mehr Energie aus dem Boden. Und deshalb hat Scheins hier gesagt, ja, pflügt die mal bitte, dann kriegt ihr 15% Düngestufe oben drauf. In Realität war nicht zwingend. Genauso wenig wie Mais. Mais muss ich auch nicht pflügen, also kann der Mais sogar direkt sagen, nochmal Mais einsäen. Der Ertrag kann trotzdem gut werden. Schauen wir mal, vielleicht pflügen wir trotzdem, wenn es angezeigt wird. Fällt mir gerade ein. Ja, wir brauchen schon noch so ein paar Sachen. Kalkstreuer. Müssen wir auch kalken. Bei Kalken ist es generell so, dass man alle 3 Jahre kalken sollte. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es hier ist. Also, er müsste ja anzeigen. Wir können dann nochmal extra schauen. Ich würde einfach vorsorglich jetzt am Anfang mal kalken und dann halt nach 3 Jahren wieder schauen. Schauen wir uns dann in einer der nächsten Folgen an. So.
Wunderbar. Ist das Unkraut auch weg? So geht's. Gut, man muss natürlich auch sagen, hier die kurzen Stoppel, die ich jetzt hier mulch, ist schon ein bisschen krass dargestellt mit der Action-Textur, aber ja, die haben sich wahrscheinlich die Zeit gespart und gedacht, ja, wenn die Stroh häckseln, dann sieht's so aus und wenn die Stroh wegnehmen, dann wäre es weniger, aber da haben wir jetzt keine Lust, eine extra Textur dafür zu machen. So kann ich mir gut vorstellen, dass das laufen ist. Ja. Oder habt ihr eine andere Idee? Ich glaube, da gibt es relativ wenig zu diskutieren. Ja, und so als Fazit. Wer jetzt sagt, okay, ich bin nicht irgendwie hardcore unterwegs, ob ich jetzt 5% mehr trage oder weniger habe, der kann das Mulchen auch nicht sein lassen, aber 5% sind 5%. Deshalb werde ich es machen. Das ist jetzt natürlich auch hier mit der kleinen, mehr kann ich mir jetzt aktuell nicht leisten, schon ein bisschen übertrieben. Aber ja, habt ihr gesehen, es gibt durchaus breitere, die geht dann schon weit über 10 Meter hinaus. Und da geht's dann ratzfatz, einmal drüber mulchen, fertig. Da lohnt sich's dann auch eher. So, letzte Bahn. Auf geht's. Haben wir schon 2,1 Stunden hier auf dem Schlepper drauf. Ihr merkt, der ist noch brandneu. So, sehr schön. So, fahren wir das ganze Gefährt wieder nach Hause. Wo stelle ich das hin? Hier. Hat das hier sein Platz, ne? Wollte ich mal noch schnell gucken. Die Hühner noch Futter haben, beziehungsweise ich wollte ihnen einfach was bringen. Mal reinschauen, ob sie Futter haben. Hühner. Ja, sie haben noch Nahrung. ...18 Eier haben sie schon, okay. Ah! Da ist ja schon eine Palette. Noch kann ich die bewegen, ja. 1, 2, 3, 5, 6, ich denke 8. So, Schalen werden da drauf kommen. So, jetzt fahre ich aber erstmal da runter. Und ja, bei den Hühnern. Moment. Heizen. Bei den Hühnern macht es schon Sinn, wenn ich hier mit dem kleinen Pferd komme. Zum einen brauchen sie nicht so viel. Und zum anderen, ja, ich habe zwar da oben extra den Weg so gemacht, aber
hier rückwärts anrangieren mit einem großen Wagen ist schon ein bisschen. Wenn irgendwie einen Einachser hätten, wäre das cooler. Okay. Ah, ich stand wohl zu weit weg, deshalb hat er nur ein bisschen gemacht. Aha. Schaut euch die herrlichen Hühner an. Oh Gott. Und die Hoffs. Ja, es dauert halt noch, bis die irgendwie Nachwuchs bekommen, aber sie legen schon Eier. Wunderbar. Hier haben wir, genau, Sojabohnen. Die müssen auch noch reif werden. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen wir mal, wenn bis dahin die Sojabohnen reif sind, dann ernten wir die, beziehungsweise Mais oder Sonnenblumen, kann es auch sein. Ansonsten kümmern uns wir hier drüben mal ein bisschen ums Einsehen. Für die Folge würde ich sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Eltis. Ciao, ciao.